Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Boah, dieser Start hier ist jetzt so unpassend gerade von der Zeit, denn wir sind auf dem Weg in unseren Urlaub. Ich hatte es euch schon in der Insta-Story gesagt und in der Sekunde ist der Fahrer angekommen, der uns zum Flughafen bringt. Und genau, hier ist gerade das volle Chaos ausgebrochen. Ich wollte aber trotzdem ganz kurz noch eine Szene hier zu Hause drehen, bevor es los geht. Genau, so. Wir fliegen übrigens mit Nadine und Philipp, mit unseren Freunden, die sind auch schon da. Und wir packen jetzt alles ins Auto und dann geht's los. Ich freue mich. Wir treffen heute unsere Freundin Biene Maya. Diese kleine, freche, schlaue Maya. Herzlich willkommen. Haben wir alles? Ich hoffe, aber ich glaube, dass es boah, ein Riesenauto hier. Wir können ja nachher vielleicht ein bisschen früher los, dann können wir mal mit 380 noch ein bisschen gucken. Hallo. Kommt jetzt denn kurz raus, weil fast Kontrolle? Ja. So, bitte sehr. Dankeschön. Der eigene kleine Hotelbereich. Dankeschön. Ja. Hey. Richtig, ich hatte der Kollegin oder den Kollegen gleich Bescheid. Ach, guck mal, für die Kinder sogar extra. Der Service auch gerne zu Ihnen. Ja. Erstmal ein Gin Tonic. Ja. Auf Ex. Ja, der Couch essen. Ja. Coolen sitzen hinten. Die Coolen immer, ne? Sitzen hinten. Bibi dreht einen Vlog, ich filme. Ich habe dich auch beauftragt. Krieg eine Gage. Als Kameramann. Der schnorchelt da in meinem Ausblick. Der Bett-Test. Mach mir jetzt keinen Sand ins Bett. Ach ja, Entschuldigung. Mach mal eine Roomtour, Bibi. Also das ist unser Schlafzimmer, oder? Ja. Okay, dann ist dahinter das Badezimmer. Boah, die Außendusche. Oh, ich heule gleich. Ich will jetzt tun. Nein, lass mal einen Pool. Ach, ist kriegst du wieder die Tür nicht auf, Jan? So. Oh, ist das geil. Wer? Das ist nicht dein Ernst. Wir möchten gerne eine Kokosnuss ernten. Glaubst du, ich warte, ich ziehe mir einfach meine Schlappen an. Das Problem ist, die sind wirklich sehr hoch. Gibt es Skorpione? Skorpione, ja, mit Sicherheit. Glaubst du echt? Weiß ich nicht, könnte sein. Ich will die Kokosnusspalme hochklettern. Echt jetzt? Aber wenn ich oben bin, was mache ich dann? Ja, am besten nicht runterfallen. Ja, warte, ich kletter hoch. Ich würd's mich auch, dann musst du die Schuhe anziehen. Ja. Das wird das Thumbnail. Hier tut dir aber nicht weh, ne? Oh Gott, da kommt jemand. Bibi, aber, oh, das ist nicht schlecht. Bibi, aber wenn du jetzt runterfällst, die Bibi schon mal von der Leiter gefallen, hat sich ja bei den Zeh gebrochen. Wollte ich nur mal so am Rande bemerken. Ich glaube, höher traue ich mich nicht. Du musst ja auch noch richtig kommen. Du traust dich höher, Leo. Halt mich einfach nur fest, okay? Oh, hier sind ja Ameisen. Wie schaffst du das? Oh, hoffentlich sind da jetzt keine Spinnen drin, ich hab Angst. Oh. Janka, da kommt ein Mitarbeiter. Da kommt ein Mitarbeiter gefahren. Ich hab da Kokos auf der Erde! Und noch eine. Noch eine? Die ist leer, die ist leer. Ah. Warte. Oh. Ohne Spaß, die sind leer. Das sind richtige Hohlfrüchte. Ich hab's jetzt zerfetzt und da hier, echt nicht hier sie, guck mal da an der Seite, versuch mal abzubrechen, da sehe ich doch noch ein Stück Kokosnuss. Ja, das stimmt, das kann man, das kann man doch noch speisen. Oh nee, das geht nicht ab. Meinst du, wir finden hier auf der Insel wir müssen Kokosnuss wieder auf die Palme. Du bist übrigens gerade nicht scharf. Wir müssen einfach also du bist eine, schon, du bist immer scharf. Auf so eine höhere Palme. Oh ja, die. Da sehe ich uns. Die werde ich beklimmen morgen. Okay, Philipp, versuch dich zu befreien. Glaube ich dir nicht. Da ist er ja.
Jetzt seht ihr mal, wie lecker das ist, wie Philipp sein Nachtisch isst. Noch mal besser, die Dreierkombi. Bibi, was sagst du dazu? Ist ja auch dein Blog im Endeffekt. Ja, ich sag dazu eigentlich gar nichts, außer der Junge wird gleich extrem Mann. Hände sauber machen. Die machen wir jetzt sauber. Hier hast du schon mal Zuckerwatte gegessen. Boah. Ich glaube, ich habe noch niemals so viele Fische auf einmal, so einen riesen Fischschwarm gesehen. Guck mal, Leo. Ja. So, ich mache gerade meinen täglichen Mittagsspaziergang über die Insel. Ah, übrigens, ja, jetzt sieht man es nicht so doll, weil der Himmel richtig blau aussieht, aber doch, da. Ich glaube, es kommt gleich ein richtig fetter Regenschauer runter. Ja, die Emmy, die schläft beim Spazierengehen immer richtig gut ein im Kinderwagen und deswegen gehen wir nachmittags immer einmal zack, zack, komplett hin und her über die Insel und dann schläft sie dabei ein. Ist das da ein Fisch? Guck mal, ist ein Fisch, Leo. Ey, jetzt ist der komplett im Trockenen. Warum hat er sich denn so einen blöden Platz ausge... Oh, wo ist er? Da unten. Vielleicht frisst ja das die Algen da dran. Ja, aber wenn die Welle nach hinten geht, ist der ja komplett im Trockenen. Die können nicht springen, nein. Die können nur schwimmen. Siehst du den? Aber guck mal, da schwingt ein blöder Fisch drüber, hast du gesehen? Mhm. Das ist ein Lieberrochen? Ja, das ist ein Lieberrochen. Mit einem blauen Fisch. Mit einem blauen Fisch kommt der, ne? Ja. Krass, sieht der Leo am Lachen, das ist ja so ein Spaß. Zieht euch das mal rein. Ich habe mich so mies geschnitten. Ich rasiere mir immer die Haare von meinen Oberarmen ab beim Duschen. Und jetzt habe ich mich hier geschnitten und an der anderen Seite. Boah, oh mein Gott! Ey, Nadine, zieh dir das mal bitte rein. Dieser Kreis. Den hast du seit heute Morgen. Oha, ich glaube, das ist ganz, ganz mies entzündet. Boah, das sieht wirklich nicht gesund aus. Ich finde das so schön einfach, wie sich hier in der Scheibe alles spiegelt. Und die Sonne geht gerade unter. Übrigens, diese Schaukel steht genau vor unserer Villa. Das ist so geil und alle kommen immer hier hin, um Fotos zu machen. Ja. Entschuldigung, kannst du bitte aus meiner Aufnahme gehen? Die Bibi versucht jetzt gerade. Perfekt. Die Bibi versucht jetzt den Überschlag. Boah, ist das hoch. Bibi, ich weiß nicht, ob das gut ist. Komm, noch ein bisschen. Gleich haben wir den Überschlag. Gleich muss Bibi wieder eingerenkt werden. Boah, ich glaube, mir ist schlecht. Ich muss jetzt leider bremsen, weil das kostet alles voll. Nee, du musst einfach warten, wenn die Schaukel bremst. Oh, du hast so recht. Einfach ausschaukeln lassen. Ja. Ne? Dann bremst das irgendwann. Auf dem Weg! Sie ist fest. Hast du gerade fremde Leute angeschrien mit aus dem Weg? So, ihr Lieben, ich werde jetzt in den neuen Tag starten, mir mein Bikini anziehen und dann gehen wir eine Runde in den Pool und dieses Video hier an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben echt so mega ungezwungen einfach immer mal wieder ein paar Szenen gedreht und ja, ich liebe so Videos einfach, ist auch so schön als Erinnerung. Das war es aber nicht von unserem Malediven-Urlaub, sondern ihr könnt natürlich gerne bei uns in Instagram vorbeischauen. Wir posten ganz viel in der Story, werden gleich auch ein paar schöne Fotos machen. Und der Julian wird auch nochmal mindestens einen Vlog hier auf den Malediven drehen. Also folgen noch ganz viele tolle Eindrücke. Wir werden unter anderem auch einmal nochmal
das Hotel wechseln. Seid auf jeden Fall am Start. Ich verlinke euch jetzt erstmal Julians letztes Video in der Infobox und auch unsere neue Podcast-Folge, die ist auch heute online gegangen, findet ihr auch oben in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Ja, ich hüpfe jetzt in den Pool. Tschüss!